Das neue Chapter hat begonnen und heute werde ich euch alle NPCs, die es auf der Map aktuell gibt, zeigen. Benutzt bitte den Creator Code Seville, wenn ihr mich unterstützen wollt. Lasst auf jeden Fall den Like da für dieses Video. Bevor wir aber anfangen, will ich euch sagen, ihr findet nicht alle NPCs in einem Spiel. Es gibt nämlich NPCs, die nur manchmal spawnen. Das heißt also, ihr geht mal in den Match rein. Manchmal sind sie da, manchmal sind sie nicht da. Falls ich den NPC nicht finde, blende ich ein Gameplay ein, was ich gefunden habe zu dem NPC. Aber ich werde auf jeden Fall zu allen NPCs gehen, die ich auf der Map jetzt so finden werde. Wir gehen rein und viel Spaß damit. Also, der erste NPC befindet sich hier oben links auf der Map und zwar bei Lockjamp Lumberyard. Hier befindet sich Agent Jones und zwei Wachen. Ihr müsst aufpassen bei den Wachen auf jeden Fall. Wenn ihr sie anschießt, dann schießen die euch auch ab. Wir schauen gleich mal, was Agent Jones zu sagen hat, aber wir töten erstmal die Wachen, würde ich sagen. Und ihr müsst aufpassen, die Wachen haben ultra krasses Aim. So, einer ist schon mal down und die droppen auf jeden Fall auch guten Loot. So, der ist jetzt schon mal down. Das droppen auf jeden Fall die Wachen. Gar nicht so schlecht. Alter, 6 Minis. So, der erste NPC, Agent Jones, mal schon, was er zu sagen hat. Braucht jemand Hilfe vom größten Helden der Realität und ihr kriegt hier die Repetier-Jagdgewehr von ihm und man kann Agent Jones rekrutieren und man kriegt den Riss sogar von ihm. Wir schauen jetzt mal, was er uns droppen wird, wenn wir ihn töten. Komm mal her, Agent Jones. Sorry, Bro. Und Agent Jones droppt uns gar nichts. Alles klar. Wir gehen weiter zum nächsten NPC. Bao Bros befindet sich bei Greasy Grove oder Bao Kumpel. Hier ist er nämlich, er chillt Tankstelle. Er hat einen Nebenjob hier. Wir gucken jetzt mal, was der hier uns zu sagen hat. Was geht ab, Bao Kumpel? So, solange ich nicht vor Wut koche, kommen wir miteinander klar. Okay, er gibt uns auch hier das Jagdgewehr, einen Schlürfisch und man kann sich in ein Prop-Hunt-Objekt verwandeln. So, mal schauen, was der Typ hier spawnt. Er ist auf jeden Fall ein bisschen sauer. So, der tötet mich ja gleich. Chill mal, Bro. So, er droppt uns hier auch wieder gar nichts. So, das war Bao-Kumpel bei Greasy Grove. Brainiac befindet sich hier auf dieser Seite der Map, ungefähr unten rechts. Ich habe den Ort jetzt auch noch nicht freigeschaltet, so wie es aussieht. Und wir gehen jetzt mal zu ihm hin und schauen mal, was er uns zu sagen hat. Oha, der ist ja einfach da unten. Er chillt einfach downstairs. Alter, jetzt bin ich auch so ein cooler Typ, der hier Englisch und Deutsch miteinander vermischt. So, Brainiac, was geht ab? Er befindet sich nämlich hier in dieser Gefängniszelle. Ich weiß nicht, warum der in der Gefängniszelle chillt. Mal gucken, ob der rauskommt. Schauen wir mal. Nee, der chillt einfach da drin. Okay, komisch. Weil, weiß auch nicht, warum der im Gefängnis ist. So, wir gucken mal, was er sagt. Oha, wir kriegen bei dem eine automatische Schrotflinte, Fleisch und man kann ihn rekrutieren. Mal schauen, was er uns jetzt geben wird, wenn wir ihn töten. Dann schauen wir mal. Ah ja, der hat Shotgun, ich muss aufpassen. Und Brainiac droppt uns auch nichts. Korrekterweise. Wir gehen weiter zum nächsten NPC. Als nächstes haben wir Leutnant John Lama. Er chillt nämlich hier oben links auf der Map in der Nähe vom See. Er lässt es hier gut gehen. Mal schauen. Lol, er chillt einfach mit Lami. Okay, laden John Lama und hier ist ein Lama. Also wenn das kein Zufall ist, so mal gucken, was er zu sagen hat. Wenn du einem Beutellama wehtust, bekommst du es mit mir zu tun. Alles klar. Wir bekommen von ihm eine exotische Boom-Scharfschützengewehrwaffe. Dann kann man ihn rekrutieren und man kann was kaufen. Keine Ahnung, was man da kaufen kann. Wir gucken jetzt mal, wenn wir hier dem Lama wehtun, ob der uns echt angreifen wird. Nee, okay, der labert nur Scheiße. Korrekt, dass du dein Wort nicht hältst. Aber mal schauen, was er uns jetzt gibt, wenn wir ihn töten. Aim ist auf jeden Fall da bei dem Jungen. Okay, er droppt uns hier auch nur Munition leider. Wir gehen ab zum Nächsten. Wir sind momentan in der Mitte von der Map und zwar auf der linken Seite. Hier befindet sich die Metallbeauftragte. Und die lässt es hier gut gehen. Ist hier auch von den 7 bewacht worden. Und in der Nähe befindet sich noch ein anderer NPC. Dort gehen wir auch gleich hin. So, wir holen uns erstmal die magische Kiste. Und mal schauen, was die Metallbeauftragte hier sagt. Boah, sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Sie sagt auf jeden Fall, hallo Fleischfreund. Und sie gibt uns hier Bandagen. Nice, korrekt. Auf jeden Fall kriegt man bei ihr ein Medikit-Nebel, Metall und die unglaublich starke MK7 Sturmgewehr, Leute. Und ich sage euch ehrlich, diese Waffe ist krank stark in diesem Spiel. Wir gucken mal, was sie uns geben wird, wenn wir sie gleich töten. So, let's go. Schade, dass ich die Waffe nicht kaufen kann. Das wäre echt nice gewesen. Wir holen uns mal kurz die MP und dann töten wir sie.
Mal schauen, ob die irgendwas droppen tut. Okay, und sie droppt uns auch nur Munition. Als nächstes befindet sich ein bisschen weiter oben direkt die Kuschelbeauftragte. Die hat hier sogar ein Emblem auf dem Haus. Oha, sogar mit Flagge und so. Junge, hier ist alles so in lila. Ja, der gute Villa hier. Und hier ist die Kuschelbeauftragte, Leute. Ihr denkt jetzt, hä, warum sieht man die nicht? Ich weiß gerade auch nicht, warum man die nicht sieht. Auf jeden Fall sagt sie hier uns, du siehst kuschelig aus. Wir bekommen von ihr auch eine exotische Meisterschützen-Schießeisen. Dann ein Ranger-Sturmgewehr und Heilung können wir von ihr kriegen. Wir können die jetzt leider nicht töten, weil sie ja gerade ein Geist ist. Und hier chillt auf jeden Fall die Kuschelbeauftragte. Im Camp Cuddle waren wir schon. Dort befindet sich nämlich Cuddlepool und Cuddlepool gibt uns hier eine seltene Sturmgewehrwaffe. Dann kann man sie einmal rekrutieren und sie gibt uns hier einfach nur Stein. Wie gesagt, findet man auch nicht in jedem Spiel, nur in manchen Matches. So viel zu Cuddlepool. Bei Cuddlepool könnt ihr dann auch noch Quackling finden. Er befindet sich an der gleichen Location wie Metallbeauftragte und Cuddlepool. Und da ist jetzt auch noch Quackling. Ja, wie gesagt, die spawnen manchmal random. So sieht Quackling auf jeden Fall aus hier mit diesem Quack-Quack-Haus. Bei ihm bekommt ihr oder bei ihr bekommt ihr eine blaue 7 Assault Rifle. Dann bekommt ihr Holz und ihr könnt euch mit ihrem Item auch noch heilen. Diesmal bin ich richtig weit gereist. Und zwar hier unten rechts bei der Map ist der nächste NPC. Die oder der liebe Shanta. Hier befindet sie sich, das ist eine Die. Und hier mit magischer Kiste machen wir direkt mal auf und mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Was geht ab, Shanta? Auch neue NPC. Hallo, Held. Bei ihr kriegt man ein Repetierjagdgewehr. Man kann sie rekrutieren und was ich sehr cool finde, man kann Riss bei ihr aktivieren. So, hau rein. Es tut mir leid, Shanta. Vielleicht droppst du irgendwas Cooles. Schauen wir mal. Gucken wir mal, Shanta, komm schon. Gib mal was Cooles. Ui, Shanta. Shanta, mach mal keinen Scheiß. Auch nur Munition. Okay, Shanta ist hier und ihr müsst aufpassen hier in der nächsten auf jeden Fall wieder die Wachen. Auf ganz gefährlich sneaken wir uns jetzt Richtung Greasy Grove und zwar hier in diesem Restaurant. Hier ist nämlich der gute alte Guaco und hier bekommt ihr auch die mythische Spider-Man-Waffe. Aktuell aber nicht, denn das war irgendwie ein Bug von Epic Games. Es war bei Arena so, dass man die Waffe bekommen hat. Jetzt irgendwie doch nicht mehr. Hier chillt Guaco. Mal schauen, was er zu sagen hat. Bist du ein Freund des Essens? Bei dem kriegt man die Faustfeuerpistole, ein Chili Southpack und Heilung. Finde ich schade, dass wir bei dem irgendwie, ja, nicht die Spider-Man-Waffe kriegen zurzeit. War irgendwie nur ein Bug. Ich weiß jetzt nicht, wie man die gerade kriegt aktuell. Wenn ich irgendwas weiß, mache ich auf jeden Fall ein Video dazu direkt. Hier chillt auf jeden Fall Guaco. Lil Whip heißt der nächste. Der chillt bei Corny Crossroads. Ich glaube, das ist so das neue Tilted Towers irgendwie geworden, weil hier immer übelst viele landen. Er chillt hier nämlich hier in diesem Gebäude. Hat er sich auch richtig schön eingerichtet. Wenn wir hier hochgehen. So, wo ist er denn? Da ist Lil Whip. Was geht, Lil Whip? Howdy, hey. Alter, ist der cool. Man kann sich hier in einen Prop verwandeln bei ihm. Er gibt uns die legendäre Faustfeuerpistole. Und man kann ihm ein großes Trinkgeld spendieren. Kostet 4000 Gold, damit er einfach ein bisschen Trinkgeld kriegt. Lil Whip, mal schauen, was du jobbst. Ich denke, du jobbst auch nicht. Aber du regst mich auf, ey. Lil Whip, du regst mich auf. Du regst mich auf. Okay, er jobbt auch nichts. Wir machen weiter mit den nächsten. So, Leute, als nächstes sind wir hier bei The Sanctuary. Meinte natürlich das Fundament hier. Er ist hier der NPC. Der andere ist auch ein NPC, aber den kann man irgendwie nicht ansprechen. Ich glaube, den kann man auch nicht ansprechen. Achso, oh, oh, oh. Okay, einen Moment. Auf jeden Fall, den findet ihr hier. Wir töten den gleich mal. Denn den kann man nicht ansprechen, weil das ist ein Boss und den müssen wir fighten. Ich bin mal gespannt, was der uns geben wird. Weil, guck mal, dieses Teil da. Alter, der ist ja richtig strong. Ey, The Rock will nicht aufgeben, ne? The Rock will nicht aufgeben. Jetzt ist er endlich down, dieser Typ, Alter. The Rock, hau rein. Das war's. So. Oh mein Gott, den ist er. Endlich! Wurde auch mal Zeit, Junge. So, Leute. Der Typ droppt uns hier die krasseste Waffe im ganzen Spiel. Die goldene MK7 ist meine Favorite-Waffe. Das war auf jeden Fall The Rock.
das Fundament und da oben war der andere. Zum Glück bin ich hier fertig. Wir machen weiter. Bei The Sanctuary befindet sich auch nochmal ein NPC. Und zwar The Scientist auf Englisch. Auf Deutsch weiß ich gerade nicht sein Name. Auf jeden Fall bekommt ihr bei dem eine Double Pistol in Exotisch. Dann könnt ihr den nächsten Sturm herausfinden und ihr könnt ihm hier auch Geld spenden und den findet ihr in diesem Main-Gebäude bei The Sanctuary. So, der nächste NPC befindet sich hier auf dieser Insel in der Nähe von Sanctuary und zwar der Besucher ist auch einer von den 7. Er droppt uns hier einen Schildtrank und wenn wir ihn ansprechen, ja, man kann ihn einmal rekrutieren. Wir kriegen ein legendäres Ranger-Sturmgewehr und man kann den Riss aktivieren. Gucken wir mal, was der uns hier geben kann. Und er gibt uns auch nur Munition und wir gehen weiter. Bunker Jonesy ist auch wieder im Spiel. Hier blende ich euch mal ein Gameplay ein. Ich habe ihn jetzt gerade nicht gefunden im Kampflabor. Kann aber auch sein, dass man den nur im normalen Spiel findet. Der chillt auf jeden Fall hier bei The Jonesys. Das ist auch ein neuer Ort. Und hier findet ihr The Bunker Jonesy auf jeden Fall. Der nächste NPC ist der Savile-Skin, Freunde. Und er chillt tatsächlich auch hier bei The Jones. Aber da wir im Kampflabor sind und diese NPCs manchmal total random auf der Map spawnen, blende ich euch auch nochmal hier ein Gameplay vom Savile-NPC einfach mal ein. Und der befindet sich in der gleichen Location wie Bunker Jonesy. Aber wie gesagt, diese NPCs spawnen zufällig manchmal auch woanders, nicht unbedingt hier. Wir kommen nochmal zu einem, der sich bei The Jonesys befindet. Und zwar Jonesy der Erste. Ich blende euch auch wieder einen Gameplay hier ein, weil er nicht im Kampflabor ist. Und so sieht der gute alte Paul Berger aus, ist der normale Ben. Und ich finde es echt schade, dass man den im normalen Spiel bzw. im Kampflabor nicht findet. Aber so sieht er auf jeden Fall aus. Und diese 3 befinden sich wirklich hier zufällig bei The Jonesys. Leute, es ist noch ein NPC bei Jonesys und zwar der gute alte Ludwig. Das ist eine andere Art vom Ben-Skin oder von Jonesy-Skin. Er hat hier dieses Oktoberfest-Skin an und er befindet sich nämlich auch hier und den könnt ihr auch bei The Jonesys finden. Bei ihm kriegt ihr sogar etwas zum Healen. Eine Pumpgun und Fleisch bekommt ihr von dem guten alten Mann. Wer hätte es gedacht, Mancake ist auch wieder im Spiel drin. Den findet ihr aber auch nicht im Kampflabor, sondern nur im normalen Spiel. Er befindet sich genau hier in der Nähe von Rocky Reels bei diesem Gebäude hier. Und zwar in der Bar The Butterbahn. Und bei Mancake bekommt ihr nämlich eine exotische Waffe. Ein Revolver, dann kann man sich in einen Prop verwandeln und man kann gegen Mancake kämpfen. Wir sind wieder in Greasy Groove und dort befindet sich Tomato Head. Tomato Head findet man auch nicht immer, ja, nicht in jedem Spiel. Ihr findet ihn auch nur im normalen Spiel. Und zwar gibt uns Tomato Head hier was super Besonderes. Eine legendäre Action Sniper, ein Riss. Und man kann sich auch in einen Prop verwandeln. Also bedenkt bitte, Leute, ihr findet nicht jeden NPC in jedem Spiel, okay? Da ist auf jeden Fall Tomato Head. So, Leute, das waren alle NPCs. Wie gesagt, ein paar findet man nicht immer in einem Spiel, sondern auch zufällig. Falls ich einen vergessen habe, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall einen Like da, benutzt den Creator Code Savile. Bis dann und ciao, ciao.